Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Ja, als allererstes möchte ich mich bei Dennis Movchan, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, bedanken. Ja, stimmt, ich habe es aber auch selber noch mal rausgefunden, was. Okay, ja, machen wir gleich. Wie ich an meinen Radlader rankomme. Und zwar hier X lange gedrückt halten. Ja, moin. Ja, hätte ich auch vielleicht vorher drauf kommen können. So bin ich schon mal. Aber gut, vielen, vielen Dank. So, ich soll jetzt hier den Bereich... Oh, Alter, was ist so laut hier, ey? Was ist denn hier los? Voll komisch gerade. Egal. So, ich soll jetzt hier... Was soll ich machen? Moment. Element decken. Ach ja, genau. Stimmt, richtig. Okay. Dafür müssen wir aber erstmal einen Kran besorgen, glaube ich. Den brauchen wir dafür. So, Moment. Betreten. Wollen wir mal schauen, dass wir uns das Teil mal ausleihen. Gucken, ob ich mit dem Ding umgehen kann. Boah, Alter Schwede. Mir ist gerade voll warm. Ist bei euch auch so heiß? Es ist übelst warm. Das ist richtig krass. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, nächste Woche soll es ja dann trotzdem auch warm werden. So, Miete, ja, nehme ich. Und ja, nehme ich auch. Und, ach ja, genau. Und dann hatte ja noch... Wer war das? Moment. Ganz kurz reinschauen. Oh. Ah ja, genau. Basti81. Du hattest mich ja noch gefragt, warum ich... mir das Zeug nicht ständig direkt ans Lager liefern lasse. Stimmt, hast du recht, könnte ich eigentlich machen. Das Einzige, was ich halt nicht weiß, ist, muss ich das dann hier nicht auch aufladen? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. So, okay, hier der Kran. So, jetzt schauen wir mal, wie funktioniert das Ding hier? Alter, jetzt wird es noch dunkel, ganz großes Kino. Moment, ich brauche eine Hakenkamera. Ja, ne, können wir mal machen. Ah ja, okay. Und links, vor und zurück. Ah ne, halt. Okay, ich brauche mal doch die Orbit-Kamera, bitte. Dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Machen wir mal so. Ah, okay, ah, damit bewege ich das, okay. Ah, links und rechts, alles klar. Okay, ja. Okay, verstanden. So, runter mit dem Ding. Die Teile sollen wir jetzt da oben drauf pflanzen. Gar kein Problem für mich. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Ey, bin ich ja nicht drauf. Okay, irgendwie nicht. Ah, ist gar nicht so einfach. Halt, Moment, runter. Hallo, nimm das mal. Ich bin noch da drauf, oder nicht? Oh, Alter, krass, wo bin ich hin? Okay. Sieht völlig anders aus. Alter Schwede! Okay, Moment. Alter, wo hänge ich denn da? Ist das... Okay, das ist echt ein bisschen... komisch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Alter Schwede! Treff die Dinger nicht. Okay, in dieser Folge seht ihr, wie ich... Sorry. Hab ich mich direkt verschluckt, ey. Ja, moin. In dieser Folge seht ihr, wie ich hier rumhustle und versuche, diese Teile hier zu... Ah, ja. Zu angeln. Jawohl. Juhu, ich hab's geschafft. Nice. Okay, das Zielen muss ich da noch ein bisschen trainieren. Aber ich habe hier ein paar Platten Zeit, um das zu üben. Wie das aussieht. So. Runter damit. Jawohl. Setz rein. Perfekt. Juhu. Aufgabe abgeschlossen. Na toll. Ich habe gedacht, das wäre es jetzt schon. Leider, leider gar nicht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den jetzt hier wieder geangelt kriegen. Nee, halt, runter. Ah, die Dinger hier aber zu fischen ist aber gar nicht so einfach, ey. Man sieht ja eigentlich nicht wirklich was. Vor allem nach dem Punkt... zu urteilen, wäre ich ja voll drauf, ne? Alter Schwede. Hoch. Ah, ne, halt. Juhu. Jawoll.
Läuft doch. Nice, sehr schön. Ah, das ist echt ein bisschen Übungssache, würde ich jetzt mal so behaupten. Mit dem Ding hier. Okay, kriegen wir aber hin. Gar kein Problem für mich. So. Na, komm her. Okay, irgendwie will meine Uhr hier nicht gerade so, wie ich will. Also egal. So. Ja, und dann Marco Trulsen, du hattest auch geschrieben, dass du auch Level 9 bist. Glückwunsch dazu auch. Hast du auch schon deine Werkstatt gebaut? Auch schon hier so rumgehasselt? Wer hat hier alles so rumgehasselt mit dem Kran? Schreibt es mir in die Kommentare. Also die Sicht ist ein bisschen blöd, würde ich jetzt mal so. Also, was heißt blöd? Es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Wie man das hier so fischen muss. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Sagt er und fischte ihn direkt beim ersten Mal. Ja, moin. So, Moment. Zack. Und runter damit. Ja, komm. Ja, gut. Hat gerade so geklappt. Perfekt. So, der letzte. Was kann man eigentlich mit der Werkstatt machen? Ich, ja, gut. Fahrzeuge reparieren, glaube ich, ne? Konnte man damit oder so. Wie war das, ne? Oder. Ja. Irgendwie so. Ja, ja, nimm. Perfekt. Sauber. Ja, ging dann nachher im Endeffekt dann doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Beim ersten habe ich ein bisschen gehustelt, aber dann hat das so leichte Formen angenommen, würde ich jetzt mal so behaupten. So, setz mal da ab. Juhu! Oh, einige Zeit später. Was kommt jetzt? Alter. Solange du keine Betonpumpe besitzt, benötigst du einen Kran mit einem Betonkübel, um die Aufgabe zu erfüllen. Den Betonkübel kannst du beim Baustoffhändler kaufen. Okay. Gieße Beton in die vorbereiteten Elemente. Okay. Alles klar. Ja, dann ne? Schauen wir mal. Kaufen wir mal so einen Beton. Wo? Beim Baustoffhändler. Schauen wir mal. Kaufen wir das Ding mal. Ah, hier ist das Teil ja schon. Einmal für 1500, kein Problem. So, ins Warenlager liefern. Catching. So, wo steht das Ding denn jetzt? Das ist jetzt die nächste Frage. Was? Ist das clever? Ja, können wir hier mitmachen. Ist okay. Passt schon. Mal den Scheiß da aus, den interessiert keinen Mensch. So, auf geht's. Habe ich eigentlich noch genügend Beton? Ich weiß gar nicht. Das Ding ist auch nur gemietet, ne? Verdammt. Ich glaube, ich müsste mir mal einen Betonmischer kaufen. So, Moment. So, Warenlager war jetzt hier. Ah, Moment. Ich wollte hier auch noch mal was geguckt haben. Profil. Ich habe doch hier noch diese Fähigkeitenpunkte. Zwei Stück sogar noch. Was haben wir denn hier? Verschleißfähigkeit. Ja, da machen wir direkt beide rein. Ja, passt. Catching. Sehr schön. Haben wir das auch. So, und dann hier Warenlager. Perfekt. So, dann jetzt den. Zum Mitnehmen. Ah ja, da steht das gute Stück. Perfekt. Kann ich den. Ach scheiße, ne? Den kann ich nicht mit dem Dingens fahren, ne? Das ist blöd. Den kann ich nicht mit dem Gabelstapler fahren. Na egal. Laden wir das Ding mal eben auf. Ne, so nicht. So. Ja, ist gut, ich weiß. Oh. So. Einmal ganz schnell hier drauf. Einmal auf ganz, ganz schnelle Welle. Was denn jetzt? Was? Okay.
Das wollte ich zwar jetzt nicht, weiß auch nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. So, einmal drauf. Na komm. Zack, steht. Zack, festbinden und zum, hier hoch machen. Schon wieder ist dieser Radar an, ne? Da könnte ich ja weinen. So. Ja, die Orbit-Kamera ist auch jetzt wieder aus, aber das ist mir jetzt egal, das lasse ich jetzt einfach mal so. So, und dann muss der jetzt, ja, ich denke mal da drunter, ne? Ja, kriegen wir hin. Ne, Moment, ich glaube, ich stehe jetzt so nah an dem Zaun. So. Ne, falsche Taste. Zack. So. Und jetzt. Ne, halt. Ah. Fahrzeug stabilisiert. Auf geht's. Das Ding jetzt hier davor stellen, schätze ich mal. Zement rein und dann mit dem Kran anheben. Ach, wir müssen da oben das Dach füllen. Okay, alles klar. Ja, alles klar. Jetzt habe ich das gerafft. Oh, nö. So. Setzen wir da ab. Perfekt. Zack und zack. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt hoffe ich mal, dass ich noch genügend Zement am Start habe. Stellen wir den mal hier rüber. So. Einmal in den Mischer. Schon wieder ist der Quatsch da an. Irgendwie hassle ich gerade mit meiner Steuerung. Warum auch immer. So, Moment. Bleib mal stehen. So, und... Nee, halt. So. Und jetzt mal zurückfahren. Okay, das dürfte passen, oder? Füllen wir mal rein. Das ist ja noch voll. Perfekt. Stopp. Fahr mal vor. Es wäre ja echt schön, wenn es jetzt hier ein bisschen heller werden würde. Weil dann würde ich auch vielleicht ein bisschen was sehen. So, jetzt hier hasseln mit dem Ding hier. Kriegen wir das hin? Sollten wir, ne? So, lass mal runter den. Ah, ne, halt. Runter mit dem Ding. Oh ja, perfekt. Oh. Jetzt da drüber. So, und jetzt? Abladen. Lass dort hier. Ne, Moment. Oh, halt, falsch. Das war's nicht. So glaube ich, ne? Okay. Betonkübel, da haben wir es doch. Okay, das habe ich rausgefunden. Perfekt. Und jetzt gib ihm, oder? Jawohl. Oh Gott, dreh dich. Oh Gott, dreh dich. Mach schnell. Alter, wie schnell ist das Ding leer? Alles klar. Okay. Das geht zügig. Okay, das ist aber... Huh. Naja, schauen wir mal. So. Nee, halt. Rein wieder in den Betonwagen. Naja, wie schnell ist denn das? Okay. Ja, da muss ich aber Gas geben. Was da drüber? Ja, perfekt. Und voll machen bitte. Naja, wird der Beton mich aber auch ziemlich zügig leer. Das ist nicht so geil. So, fahr mal vor.
Jetzt wieder in den Kran da rein. Wie ging das jetzt? Also, so. Betonkübeln. Ah ne, halt, Moment. Erstmal hochfahren, ne? Besser ist das. Sonst schüttet der mir das hier da alles auf den Boden. Muss ja auch nicht sein. Kann ich hier mal ein bisschen näher ran? Danke. Wenn ich hier auch was sehe. Irgendwie. Ne, so. Und jetzt, so. Baggerlader. Betonkübel. Ah ne, warte mal. Da war doch schon gut. Weißt du was? Ich mach das einfach mal hier hin. Weil wenn ich mir das so angucke, ist das da hinten eigentlich schon relativ gut. Und da brauchen wir nicht so viel. So, jetzt. Ne, halt. Alter, das ist gar nicht so einfach. Betonkübel. Zack, okay. Und jetzt gib ihm. Da, fahr vor, fahr vor. Fahr überall hin. Alter, ist das Ding schnell leer. Boah, stressig. Das ist aber richtig stressig. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, gar kein Problem. Ich würde sagen, ein Problem, aber naja, gut. So. Fahr mal ein Stück vorder. Und halt. Runter damit. Das ist aber echt übel stressig. Das Ding geht voll schnell leer. So, rein in den LKW. Muss ich bestimmt auch mal Beton für holen. Zack. Und rein damit. Boah, ich dachte gerade, das läuft da drüber. Das wäre es jetzt gewesen. Okay, da ist nur noch so ein ganz kleiner Fitzel da drin. Schlecht. Egal, kriegen wir hin. So, jetzt, wo mache ich denn jetzt vor? Jetzt versuche ich erstmal da hinten an die, hier an der Wand da entlang zu schrabbeln. Alter, das ist ja übelst stressig, ey. So, Moment. Was ich jetzt so habe. Reicht das? Ja, ne? So. Ich würde gerne ein bisschen näher ran, damit ich auch was sehe. Danke. Und jetzt wieder, wie war das? Ah ja, so. Zack, zack. Da, Betonkübel. Und gib ihm. Stress. Komm, fahr. Fahr schneller. Ja, ich hab's geschafft. Juhu. Decke gezogen, perfekt. Nice, sowas. Ich setze die Folie auch hier auf folgende Position. Blau, MDF-Palette. Holzbretter, Holz. Okay. Ja, passt. Wo tue ich denn jetzt hier den restlichen Beton hin? Naja gut, vielleicht brauchen wir den noch. Stellen wir das Ding mal hier auf die Seite. Entschuldigung. Aber ganz ehrlich, ihr hattet recht, ne? Also wenn ich mir das hier ins Warenlager liefern lasse, ist das echt ein... Oh gut, okay, dadurch, dass ich ja eh hier bin, ist das dann einfacher, ne? So, Moment. Wenn ich aber unterwegs bin, irgendwo eine Baustelle habe, ist es eigentlich Jacke wie Hose, würde ich jetzt mal behaupten. Ziehen wir es mal ein. So, zack, den stelle ich mal hier rüber. Alter, also irgendwie ist das voll laut. Ich habe keine Ahnung, warum das so laut ist. Schauen, ob das in der Aufnahme auch so... Also, wenn ich das Video schneide, ob das dann auch so ist. So, was braucht... Ach ne, warte mal. Brauche ich ja gar nicht. Ne, halt. Baustoffhändler. Hier hin. Einmal. Was braucht mir? Ah ja, einmal MDF. Eins. Ja. Zum Warenlager, danke. Was war das andere? Ne, Rollrasen brauche ich nicht. Hier Holzpaletten, zwei Stück. Ins Warenlager, danke.
Und die kann ich mir aber jetzt, glaube ich, mit dem Radlader holen. Ah, hier mit dem Gabelstapler, ne? Obwohl, wo müssen die hin? Zum Warenlager. Perfekt. Katsching. Vielen Dank. Die müssen da oben drauf. Ja, gut, okay, da komme ich ja mit dem Radlader, mit dem Gabelstapler sowieso nicht hin. Also einmal aufladen und dann dahin fahren. Gut, ich habe mir den Weg gespart, das ist ja schon mal was. So, Moment. Jetzt wieder Verwaltung, Warenlager. Kann ich den jetzt ein? Na, ist egal. So, die MDF-Palette brauche ich. Zum Mitnehmen. Dann brauche ich die beiden zum Mitnehmen und einmal die auch zum Mitnehmen. Vielen Dank. Her damit. So, schnell wieder aufladen. Halt, falsche Tasse. Schnell wieder aufladen. Einmal. So. Einmal rum. Würde ich sagen, fangen wir mit dem Holz da hinten an. Alter, was ist mit meiner Kamera hier gerade? Will nicht so, wie ich will. Na, komm her. Ja, danke. Perfekt. Ist hier ran die Geschichte hier. Und einmal rum. Zack, danke. Einmal. Na, komm her. Na, komm her. So. Einmal. Okay, das ist halt. Ja gut, man spart sich den Fahrweg, ne? Das ist das Einzige eigentlich. Obwohl, ja, was heißt das Einzige? Das ist ja schon. Ich muss halt nur. Ne, vom Aufladen ändert sich ja nichts. Ich würde sagen, muss ja nur einmal aufladen, aber muss ja so auch. So, ja, ich mach's mal drauf, passt schon. Und jetzt das Ding hier noch. Komm her. Und ran da. Lass mich ran da. Denn ich will ja quasi. Zack. Zack. Und zack. Nice. Ja, ich will auch hier nichts aufladen. Das ist mega. Abladen. So, einmal zurück. Fahren wir mal rückwärts da wieder ran. Okay, ich wäre besser vorwärts gefahren und hätte mich dann rückwärts da angestellt. Wäre, glaube ich, schneller gegangen. Alter, ist das denn lange so rückwärts? Obwohl. Naja, geht ja noch. So. Einmal hier hinparken, bitte. Komme ich da dran jetzt da oben? Ist ein bisschen weit weg, ne? Moment, warte mal. Stellen wir mal noch einen Schritt näher ran. Also entweder habe ich es auf den Ohren gehabt bis dato, oder irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Fahrgeräusche hier etwas laut geworden sind. Keine Ahnung warum. Aber egal. Passt schon. So, fahren wir mal aus. Das machen wir noch. Weil, ne, dann haben wir das fertig. Oh ne. Komm mal so. Hallo. Hey. Ich fahre. Jo, genau so, danke. So, wo muss denn jetzt hier was hin? Na, einmal rum. Jo, danke. Einmal. Hoch damit. Gut, hätten wir jetzt vielleicht auch mit dem Kran machen können, aber. Nö. So, einmal rein. Dann haben wir den hintersten schon mal weg.
Ich schätze mal, dass hier davor die MDF-Platte steht, ne? Palette. Check. Naja, wir kommen ja mit unserem Arm hier dran, das ist ja okay. Brauchen wir nicht extra den Kran dafür zu benutzen. Brauche ich den eigentlich nochmal? Oder kann ich den wieder zurückgehen? Brauche ich den Beton-Heini nochmal? Da muss auch ein Dach drauf, ne? Oder ist das Flachdach? I don't know. Naja, wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob ich den Betonwagen noch brauche. Sieht fast nicht so aus. Ich glaube, da könnte ich ihn mal zurückgeben. Das wird nämlich langsam schweineteuer, das Ding. So. Dann noch hier das Holz. Na, jawohl. Dankeschön. Das mit dem Drehen, das kann man sich ja quasi auch schenken. Ne? Der packt das ja so oder so dahin. Check. Aufgabe abgeschlossen. Yay. Alter, wir sind fast fertig. Was? Setze die folgenden Objekte an ihre vorgesehene Position blau. Metalltreppe, Tischkreissäge, Stahlträgerrahmen. Herkunft, Baustelle. Ah ja, da liegt schon. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ah ja, okay. Alles klar. Ja, weiß ich, was zu tun ist. Ja, passt, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, das machen wir dann aber dann in der... machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs... Was ist denn jetzt los? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen. Und auch gerne ein kostenloses Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann fangen wir mal an, hier das da oben da drauf zu setzen. So, schauen wir mal. Kriegen wir hin. Bis dahin. Ciao, ciao.